Herzlich willkommen zum Rolt EM Studio. Hätte mir seinerzeit 2013 jemand gesagt, dass wir in 2021 live berichten werden, hätte ich gesagt, lese mal bitte den Beipackzettel deiner Medikamente. Ich freue mich, dass Marina Mohnen den Weg hier ins Studio gefunden hat. Marina, was war eigentlich deine schönste Europameisterschaft? Ja, es ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich habe ja einige gespielt. Aber im Nachhinein muss man sagen, ist so eine Heim-EM natürlich immer was Besonderes. Und wir waren 2007 in Wetzlar und 2013, hast du ja gerade schon erwähnt, in Frankfurt. Und das ist schon immer ein besonderes Erlebnis, wenn man vor Heimpublikum spielt. Und von daher würde ich sagen, das waren so meine schönsten EMs. Genau. Die nächste Frage gebe ich gleich weiter an unseren nächsten Gast, den André Binek, der ja zuletzt noch im Dress des Team Germany gespielt hat. Er ist uns jetzt live zugeschaltet aus Erfurt. André, was war deine schönste Europameisterschaft? Ich kann es genauso sagen wie Marina. Ich habe sehr, sehr viel gespielt und ich habe an alle Europameisterschaften schöne Erinnerungen. Aber ich muss sagen, 2011 in Nazareth. Das war für mich eine der schönsten Erfahrungen. Ja, sehr schön. Zu dir kommen wir später noch, weil Ladies First, die deutsche Nationalmannschaft, hat ja heute gespielt, 66-21 gewonnen gegen Frankreich, sich das WM-Ticket geholt. Wir haben ein bisschen in den Daten gewühlt und euch die Topscorer der Partie rausgesucht, die wir euch jetzt kurz vorstellen werden. Also, besonders erfolgreich war heute Katharina Lang mit 23 Punkten, 43,5% aus dem Feld, 17 Rebounds in Toto geschnappt, 3 Steals und 6 Assists, gefolgt von Lena Knippelmeier mit 15 Punkten, über 50% aus dem Feld, 8 Rebounds in Summe, 1 Assist und 1 Steal und zu guter Letzt, alle guten Dinge sind bekanntlich 3. Maya Lindholm, 10 Punkte, 38 aus dem Feld, 3 defensive Rebounds, 4 Assists und 2 Steals. Ja, was sagst du zum Auftritt deiner ehemaligen Mannschaftskameradin, Marina? Ja, haben sich bisher gut präsentiert, wobei man jetzt auch sagen muss, dass die Konkurrenz jetzt gerade die beiden letzten Spiele, also gegen Türkei und Frankreich, ist natürlich vom Niveau her auch jetzt nicht das, was man was jetzt irgendwie Spaß macht zu spielen. Aber zum Beispiel im ersten Spiel gegen Spanien war ich sehr überrascht, dass sie das doch sehr, sehr, sehr gut gespielt haben und auch deutlich gewonnen haben. Die Niederlage gegen Holland, denke ich, auch da haben sie sich dreiviertel sehr gut präsentiert. Und ja, mal schauen, was morgen noch so geht. Da kennt man schon so ein bisschen Dirk Passivans Schrift. Ja, ist natürlich schwierig für ihn jetzt auch. Er hatte kaum Vorbereitungszeit. Ich glaube, er hat 4 Tage Camp gehabt mit den Mails, 2 noch als Selection Camp und jetzt nochmal 2 Tage. Das ist immer schwierig, da eine eigene Schrift zu haben. Dazu kommt noch, dass ja mit Mareike Miller auch eine Stammspielerin der letzten Jahre jetzt auch nicht dabei ist. Also sicherlich musste er da jetzt einige Sachen umstellen. Ja, aber ich denke, es ist schon für die nächsten Jahre gut, dass jetzt jemand Hauptamtliches da ist und bin gespannt, was er daraus macht in den nächsten Jahren. Und neben dir wollen wir natürlich auch die Spielerin zu Wort kommen lassen. Wir haben nach dem Spiel in Madrid Lena Knippelmeier zum Interview gebeten. Jana und Hanna sind ja vor Ort und für euch kommen die Stimmen zum Spiel. Liebe Roll-Community, neben mir sitzt Lena Knippelmeier nach dem Spiel gegen Frankreich. Lena, du warst heute besonders stark auf dem Feld. Was war da los? Dankeschön. Es hat einfach heute viel gepasst. Ich spiele gerne solche Spiele, wo es halt eben auch so ein bisschen um Tempo geht, wo man dann eben ein bisschen cutten kann, wo man zu einfachen Korblegern kommt. Und irgendwie hat heute alles gepasst und es war ein tolles Gefühl, das zu spielen. Du sprichst gerade auch das Stichwort Tempo an. Gestern habt ihr ja vor allem so im ersten Viertel noch ein bisschen geschlafen. Heute wart ihr deutlich präsenter. Was hat sich zu gestern verändert? Ich glaube, wir haben gestern einfach gemerkt, dass wir einfach nochmal geben müssen. Natürlich, wir haben mit Maske gespielt, das soll auch gar keine Ausrede sein, aber es ist natürlich etwas, was wir auch nicht gewohnt sind. Dadurch war einfach die Kommunikation sehr erschwert. Also das Atmen an sich fand ich gar nicht so schlimm, aber man konnte einfach nicht miteinander kommunizieren. Und gerade wenn wir versuchen, eine Line zu spielen, ist das natürlich essentiell. Und das haben wir heute dann natürlich deutlich besser hingekriegt. Wir wollten einfach zeigen, dass wir eben auch gegen solche Mannschaften
einfach eine gute Partie spielen können. Wir hatten eine tolle Mannschaftsleistung, jeder hat Einsatzminuten gekriegt, fast jeder hat gescored. Und das hat einfach echt Spaß gemacht. Das hat man auch gemerkt, das habt ihr richtig rübergebracht heute. Falls von unseren ZuschauerInnen jemand auch bis jetzt die EM verschlafen hat, wie würdest du denn so die Gruppenphase bis jetzt so auf dem Spiel auf den Punkt bringen? Wir finden uns immer mehr, würde ich sagen. Genau, wir hatten natürlich einfach eine kurze Vorbereitung. Wir haben mit gerade auch Mareike einen Ausfall, den wir natürlich erstmal kompensieren müssen. Wir haben neue Verantwortungen, die wir verteilen müssen. Und ja, eben durch nur 4K gecampt, kein Testspiel, mussten uns halt hier im Turnier finden. Ja, und das haben wir, glaube ich, jetzt aber im Verlauf der letzten Spiele ganz gut hingekriegt. Und wir werden sehen, was es morgen dann gibt. Mir ist auch noch was aufgefallen heute, habe ich dich ein bisschen beobachtet beim Spiel. Wenn du einen Freiwurf hast, dann hast du immer so einen Moment, wo du dir so ganz für dich bewusst irgendwie Zeit nimmst und nochmal tief durchatmest. Was geht da so in deinem Kopf vor in dem Moment? Ja, dann liebe Grüße an Moritz Anderten, unseren Sportpsychologen. Wir haben da lange dran gearbeitet und da einfach einen Anker zu setzen, um da eben auch ganz bei sich zu sein und einfach diesen Wurf halt eben unaufgeregt nehmen zu können. Das ist ein guter Punkt. Und wie müsste die EM enden, damit, oder mit welchem Ergebnis, damit du mit dem gleichen breiten Grinsen, wie du hier gerade sitzt, nach Hause fliegst? Wir sind erstmal total glücklich, dass wir hier jetzt die WM-Quali geschafft haben, dass wir im Halbfinale stehen. Und da bin ich erstmal überhaupt glücklich drüber. Wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Es ist natürlich in der Corona-Zeit auch schwierig. Wir sind glücklich, dass wir überhaupt hier spielen dürfen. Wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben. Genau, und dann gucken wir, was die nächsten Spiele bringen und wie es dann weitergeht. Schöner könnte ich selbst nicht sagen. Wir bleiben auf jeden Fall dran und gucken, was die nächsten Spiele bringen, vor allem morgen gegen Großbritannien. Danke für deine Zeit. Dankeschön. Ja, das war Lena Knippelmeier. Wie siehst du ihre Entwicklung? Wir haben uns bei den Rhinos im Livestream ja schon mal kurz über sie unterhalten. Kannst du das nochmal mit deinen Worten zusammenfassen? Mhm. Weil jetzt gerade auf den 4,5ern lastet ja auch einiges an Last. Ja, ja, man hat es auch heute gesehen, sie hat gut gespielt, hat man auch im Interview gemerkt, wie glücklich sie darüber war. Nee, sie hat sich sehr gut entwickelt in den letzten ein, zwei Jahren. Sie hat auch sehr, sehr viel dafür getan, hat auch sich offensiv gut entwickelt. Das war vorher immer so ein bisschen ihre Schwäche und das hat sie jetzt zum Beispiel jetzt im September bei der Deutschen Meisterschaft der Damen auch sehr eindrucksvoll gezeigt, dass sie auch das jetzt da auch jetzt auf einem guten Weg ist und das auch sehr gut jetzt sich entwickelt hat. Und ja, man kann gespannt sein dann auf nächstes Jahr und auch noch auf den Rest des Turniers natürlich. Ja, definitiv. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr werdet diesen Buzzer sehen. Also ihr braucht jetzt keine Angst haben, wir sehen jetzt etwa bei TV Total, dass wenn ich auf den Buzzer drücke, dass irgendwas angeht. Ich muss euch eine kleine Geschichte zu dem Buzzer erzählen. Den habe ich nämlich meinem lieben Sohn geklaut. Der hatte nämlich jetzt am 5. Geburtstag und rennt immer durch die Wohnung mit dem Buzzer. Also lieber Flynn, der war für dich. Und wir kommen jetzt zu Dirk Passivan, hören dem neuen Bundestrainer zu, was er zur Partie und zum weiteren Turnierverlauf zu sagen hat. Wir haben ihn auch gefragt, beziehungsweise Jana hat das gemacht, wie es um Mareike Miller steht. Hört selbst. Liebe Rollt-Community, wir sind hier bei der Europameisterschaft in Madrid und Team Deutschland, die Damen, haben gerade 66-21 gegen Frankreich gewonnen. Glückwunsch zu dem Sieg. Und jetzt ist Zeit für ein Zwischenfazit, würde ich sagen. Wir können mal eine kleine Bilanz ziehen. Ne? Ja, also eigentlich sind wir sehr, sehr zufrieden mit einer Woche Training und ein Drittel neues Team und das neue Trainerteam. Wir wussten, dass nicht viel Zeit ist. Das Team hat super umgesetzt. Wir haben ein schweres Auftaktprogramm gehabt mit Niederlanden, wo wir drei Viertel eigentlich gar nicht so schlecht gespielt haben und dann im letzten Viertel halt so ein bisschen eingebrochen sind. Haben dann ein starkes Spiel gegen Spanien gemacht. Gestern war so verschiedene Umstände, die das Spiel nicht wirklich gut gemacht haben und wir waren auch nicht zufrieden. Man hat gemerkt, dass das Team auch sich entwickeln will und nicht mit so Spielen wie gestern zufrieden ist und hat dann heute auch wieder sensationell gut gespielt und man sieht, wir kommen weiter, wir entwickeln uns, das Team rückt enger zusammen und genau das wollen wir ja. In unserem ersten Interview hast du ja gesagt, eure Ziele sind jetzt auch erstmal für die Gruppenphase gegen Spanien zu gewinnen und gegen Frankreich. Ich denke, ihr könnt dagegen hinter beides einen großen Haken setzen. Genau, also wir haben natürlich ein großes Ziel gehabt, das ist die Quali für die WM nächstes Jahr, das ist jetzt durch. Wir sind im Halbfinale, wir haben sogar jetzt mit dem Sieg heute uns eine gute Ausgangsposition, wir kommen nicht gegen die Niederlande im Halbfinale, haben voraussichtlich GB dann. Und genau da wollten wir hin und werden uns jetzt in zwei Spielen, wahrscheinlich zwei Spielen gegen die GB vorbereiten und wollen natürlich da auch unser Bestes zeigen und wollen die Überraschung schaffen.
Ja, du sprichst schon an, was ich eigentlich auch fragen wollte. Ich meine, es ist jetzt relativ sicher, dass ihr eben für die WM qualifiziert seid. Und ihr habt es auch geschafft, eben den Niederlanden zu entgehen. Was nehmt ihr jetzt morgen so für das Spiel gegen GB mit? Ja, ich glaube, wir haben ein gutes Gefühl. Wir haben eine 12er Rotation gehabt heute. Jeder hat Spielzeiten bekommen. Jede Line-Up hat eigentlich echt gut gespielt. Wir sind sehr, 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 sehr stolz auf unsere Defense, die sich weiterentwickelt. Wir haben heute auch wieder die Franzosen sehr unter Druck gesetzt. Es wird ein harter Brocken, auch gegen England jetzt zweimal und auch fürs Halbfinale. Aber wir wissen und werden uns gut vorbereiten, was wir machen wollen, und das Team wird es dann umsetzen. Du hast ja vorhin auch kurz gesagt, es ist ja eben ein neues Team und ein sehr junges Team. Wie hat sich das Team jetzt in den letzten Tagen weiterentwickelt? Ja, sehr, sehr gut. Also das sind Spielerinnen, die jetzt die Erfahrung mitbringen, die jetzt aber eine andere Rolle haben und Verantwortung übernehmen. Wir haben junge Spielerinnen, die jetzt auch einen riesen Schritt nochmal machen. Wenn man sieht, irgendwie, wie Lisa sich hier präsentiert, sehr, sehr gut. Das wird die Zukunft sein. Und die Teamchemie findet sich, finden sich gut zusammen. Es macht echt Spaß, die Stimmung ist gut. Und das ist immer die beste Voraussetzung für ein gutes Turnier. Apropos erfahrene Spielerinnen, wir vermissen natürlich auch die Mareike Willer. Genau, Mareike hatte leider eine OP und ist jetzt in der Reha-Phase. Und wir hoffen, dass sie so schnell wie möglich fit wird, um halt auch wieder anzugreifen. Unterstützt uns aber als Co-Trainerin von zu Hause aus dieses Jahr, also für die EM, macht die Videos für uns, unterstützt uns mit dem Know-how, den sie hat. Sehr gut. Wie zufrieden und vielleicht auch ein bisschen stolz bist du auch auf dich? Ich meine, es läuft ja eigentlich alles wirklich gut und auch auf die Mannschaft. Ja, also stolz auf mich. Ich bin einfach nur froh, dass die Mannschaft gut spielt. Und da ist man als Coach, hat man dann alles erledigt. Natürlich, es passt auch super zwischen mir und Ralf. Wir stimmen uns da gut ab. Ich denke, die Mannschaft ist zufrieden. Und auch wir werden uns weiterentwickeln. Ist auch alles neu für uns, auch mit dem Team. Und wollen uns auch von Spiel zu Spiel verbessern. Und aber wir sind bisher auch sehr zufrieden. Wir sind auf jeden Fall auch gespannt morgen auf das Spiel gegen Großbritannien, weil wenn es wirklich gegen die beiden Mannschaften auch im Halbfinale geht, dann kann man da ja schon mal ein bisschen spekulieren, welcher Platz es vielleicht werden könnte. Genau, aber im Endeffekt ist es egal, ob es zwei, wenn GB heute gegen Spanien gewinnt, ist es egal, ob wir Zweiter oder Dritter werden. Gibt uns dann die Möglichkeit, auch einiges auszuprobieren und nicht alles zu zeigen, um noch auch was fürs Halbfinale offen zu haben. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Danke dir für deine Zeit und morgen auf jeden Fall einschalten beim Spiel. Tschüss. Ja, ihr werdet es mit Sicherheit festgestellt haben, zumindest die schlauen Füchse unter euch, dass das Interview vor dem Spiel GB gegen Spanien aufgezeichnet wurde. Wir haben für euch nochmal alle Ergebnisse des heutigen Tages vorbereitet, um euch ein umfassendes Bild zu geben. Da wären Frankreich gegen Deutschland, wie gehört, 21-66, Niederlande gegen die Türkei, 78-17 und Marina, die große Überraschung in Anführungszeichen, 52-56 GB gegen Spanien. Du hast hier kurz vor der Sendung noch gesagt, du hast das Spiel dann auch zu Ende angeguckt, bevor du zu den Herren rüber geswitcht bist. Was war da los? Ja, also ich fand es sehr interessant. Ich hätte auch so ähnlich, wie jetzt Dirk eben in dem Interview gesagt hat, darauf spekuliert, dass GB gewinnt und Deutschland jetzt zweimal hintereinander gegen GB spielt. Sind jetzt ein bisschen andere Voraussetzungen für morgen, weil GB, wie gesagt, verloren hat gegen Spanien. Und wenn wenn Deutschland jetzt GB morgen schlägt, ist GB nur Vierter und muss im Halbfinale auf jeden Fall schon gegen Holland spielen. Das wäre jetzt auch meine Taktik, die ich jetzt fahren würde. Ich würde versuchen, GB den vierten Platz, wenn irgendwie möglich, zu bescheren, damit ich da auch mit im Halbfinale ein vermeintlich einfacheres Halbfinale habe gegen Spanien. Und deshalb würde ich jetzt morgen nicht so viel taktieren, sondern alles auf eine Karte setzen und versuchen zu gewinnen, weil GB im Vergleich zu Spanien meiner Meinung nach ein bisschen unberechenbarer ist. Da hat man so eine Helen Freeman, die hat Spiele da, wo sie nur 4 oder 6 Punkte macht. Sie hat aber auch Spiele, haben wir auch schon gehabt, wo sie 31 Punkte macht. Und deshalb wäre es jetzt meine Taktik, morgen da wirklich versuchen zu gewinnen, um dann auch im Halbfinale halt Spanien zu haben anstatt Großbritannien. Ja. Lass uns doch kurz einen Blick auf die Tabelle werfen, die ganze Ausgangssituation auch ein bisschen deutlicher darstellt, nämlich das, was du schon beschrieben hast. Also Türkei, letzter Platz, die Niederlande bis dato mit nur Erfolgen zu
verbuchen und Deutschland auf dem zweiten Platz. Du hast aber gesagt, Marina, lass uns kurz zurückkommen zu dem Spiel gegen GB, dass ja auch ein, zwei Spielerinnen fehlen bei GB, ja, ne? Mit Amy Conroy hast du gesagt. Genau, Amy Conroy und Maddie Thompson fehlen. Also ich muss ehrlich sagen, was Großbritannien angeht, ich fand sie jetzt in Tokio dieses Jahr, wenn man sie gesehen hat bei der WM in Hamburg, ja, da haben sie wirklich ihr bestes Turnier gespielt, was ich je von ihnen gesehen habe. Dann 3 Jahre später jetzt in Tokio deutlich schwächer, obwohl die Spielerinnen eigentlich die gleichen sind wie vor 3 Jahren. Jetzt fehlen noch ein paar und ja, ich finde, sie sind im Moment schlagbar. Das haben ja die Damen auch schon in Tokio gezeigt. Und von daher denke ich, dass da morgen auch die Chancen gut stehen. Ich bin sehr gespannt, wie sie morgen spielen und wie das Spiel ausgeht. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich meiner Einschätzung nach das erste spannende Spiel jetzt für die deutsche Mannschaft. Wie würdest du anfangen, beziehungsweise was wäre so deine Taktik dann? Groß, klein, schnell? Ja, also dass da GB ja ihre Stärke, die sie eigentlich in den letzten Jahren hatte, die Pressverteidigung nicht mehr spielt, muss man jetzt auch nicht mit besonders schnellen Spielern anfangen. Also ich würde tatsächlich auch so, wie sie bisher angefangen haben, mit 2 Großen anfangen, weil GB nicht so groß ist, dadurch, dass Amy Conroy nicht dabei ist. Ja. Also sind in der Verteidigung halt etwas kleiner. Und ich denke schon, dass es eine gute Chance ist, für mit 2 4,5ern anzufangen und eigentlich wie gehabt anzufangen. Ja. Wir haben es eben schon angerissen, die Spiele von morgen, auch auf die werfen wir einen kurzen Blick. Was steht an? Türkei gegen Frankreich, Deutschland, wie gesagt, gegen GB und die Gastgeberinnen gegen die Niederlande. Ja, was rechnest du dir noch aus für die deutschen Damen in diesem Turnier, Marina? Also wenn sie morgen gewinnen, dann haben sie eine sehr gute Chance, ins Finale zu kommen, ja, weil im Halbfinale gegen Spanien, denke ich, da ist wirklich alles möglich. Aber selbst wenn sie jetzt morgen verlieren und dann tatsächlich nochmal im Halbfinale auf GB treffen, ist ja auch wieder ein neues Spiel und ja, denke ich auch, dass sie wirklich eine gute Chance haben, ins Finale zu kommen. Dann haben sie halt Holland. Das ist halt schwierig dieses Jahr, würde ich sagen. Aber ich denke, wenn man ins Finale kommt, ist das schon ein ganz guter Erfolg. Ja, lass uns mal ein bisschen spekulieren mit Holland. Wie realistisch sind denn die Chancen, sie zu besiegen? Ich glaube, jetzt das erste Spiel, müsst ihr jetzt lügen, mit 25-30, glaube ich, ging's verloren gegen Mariska Bayer und Co. Was für Stellschrauben hätten jetzt Ralf und Dirk? Ich finde es ganz, ganz schwierig, zu sagen, was man tun könnte. Also man hat es gesehen, natürlich kann man niemals nie sagen, wir haben es in Tokio gesehen, da haben sie wirklich auch ein ganz knappes Spiel gespielt, wo sie erst ganz am Schluss auch verloren haben. Auch jetzt zum Turnierbeginn haben sie 3 gute Viertel gespielt, wobei man auch da sagen muss, vielleicht lag es auch daran, dass die Holländerinnen vielleicht auch noch nicht so gut eingespielt waren. Wird sich zeigen, aber jetzt, ja, klar, also die Hauptpunktemacher sind Bo Kramer und Mariska Bayer, das wissen wir alle, ist halt nur echt schwierig, die zu stoppen. Ja. Weil der Rest der Mannschaft macht eigentlich wenig Punkte. Ja. Also das sind so die beiden Knackpunkte, wenn man es schafft, die aus dem Spiel zu nehmen. Aber wie man das jetzt wiederum machen würde, also ist sehr schwierig, schwierige Aufgabe. Sehr schön. Marina, bevor wir in eine kurze Werbeunterbrechung gehen, wenn wir gleich über die Herren spielen, also die Laune generell super heute, ob der Siege der beiden Nationalmannschaften, 1-2 Sätze zu den Herren, bevor ich dann zu André Binek komme. Ja, also ich finde, es macht Spaß, ihnen zuzugucken, die spielen ein super gutes Turnier und haben sich jetzt auch heute durch den Sieg gegen Spanien den Gruppensieg ja gesichert, was auch sehr, sehr wichtig ist, damit man nicht zu früh auf die Herren GB trifft, die wirklich auch ein super gutes Turnier bisher spielen. Wobei man auch die noch nicht so richtig, finde ich, schwer einschätzen kann, weil die hatten nicht so starke Gegner, meiner Einschätzung nach. Ja. Vielleicht liege ich auch falsch und sind einfach so gut. Aber ich denke, auch unsere Männer haben dieses Jahr echt eine gute Chance, da ins Finale zu kommen. Ja. Und haben sich auch eine gute Ausgangsposition erspielt jetzt in der Vorrunde. Sehr schön. Also, alle sind glücklich und zufrieden bis dato. Wir gehen eine kurze Werbeunterbrechung und sind dann zurück mit André Binek und den deutschen Herren.
Bevor wir nach Erfurt zu André Binek und Family schalten, wollen wir uns auch bei den Herren anschauen, wer die Topscorer der heutigen Partie beim, lasst mich nachschauen, 73-54 Erfolg gegen die spanische Nationalmannschaft waren. Tommy Böhme mit einer Klasse, Europameisterschaft bis dato 29 Punkte, 37 aus dem Feld, 8 Rebounds, 10 Assists und ein Steal, gefolgt von der Maschine Alex Halowski, der auch super performt hat mit 23 Punkten, 40 aus dem Feld, 9 Rebounds, 2 Assists und einem Steal. Will auch sein Mannschaftskollege in Thüringen freuen, André Binek. Und da kommt gleich der nächste Thüringer mit Jens Albrecht. 12 Punkte, 50 aus dem Feld, 10 Rebounds, also Double-Double für Jens Albrecht, 1 Assist und 2 Steals. Ja, André, was sagst du denn zur Leistung deiner Kollegen im Dress der Thuringia Bulls, natürlich zu den ehemaligen Team Germany-Kameraden? Ich bin natürlich ich freue mich darüber, dass sie gewonnen haben. Gerade Spanien ist ein super schwieriger Gegner und sie können echt stolz auf sich sein und dann auch relativ hoch gewonnen. Spanien hat ein gutes Turnier gespielt oder jetzt eine gute Vorrunde gespielt. Und sie doch so deutlich zu schlagen, ist schon schön und es gibt definitiv das Bewusstsein für jetzt das Viertelfinale. Ja, sehr schön. Und wir wollen auch gleich hören, was Topscorer Tommy Böhme zu sagen hat nach dem Erfolg gegen Spanien und damit ja den Gruppensieg in der Vorrunde in Madrid. Tommy Böhme. Liebe Rollstuhl-Basketball-Community, neben mir sitzt Tommy Böhme nach dem sagenhaften Spiel gegen Spanien. Tommy, hast du mit so einem Ausgang gerechnet? Gerechnet nicht. Wir haben schon gesagt, wir können Spanien schlagen in der Vorbereitung. Wir hatten einen guten Gameplan. Und ja, wir waren selbstbewusst. Wir haben gesagt, wir können sie schlagen. Dass es am Ende aber dann doch so deutlich wird, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, man hatte eher gedacht, dass es noch mehr so ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird, ähnlicher wie Polen, aber ihr habt dann doch echt eine ordentliche Führung geschafft. Am Anfang, vor allem so im ersten Viertel, hat man aber erst so gedacht, oh je, jetzt hat Spanien das Spiel in der Hand. War die Führung so ein Wake-up-Call für euch oder was hat das Ruder rumgerissen? Der Anfang, die Spanier kamen heiß raus, haben ihre Schüsse getroffen. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht ganz so griffig in der Verteidigung. Das haben wir dann im zweiten Viertel deutlich besser gemacht. Und ich glaube, wir haben den in der zweiten Halbzeit nur 20 Punkte zugelassen. Das war einfach eine starke Defense und das war dann der Schlüssel am Ende. Gab es dann nach dem ersten Viertel nochmal eine starke Ansage, dass sich das noch geändert hat? Es gab schon eine Ansage, aber wir wussten ja auch selber, dass wir da eine Schippe drauflegen müssen, dass wir ein bisschen mit mehr Energie spielen müssen, in der Defense ein bisschen mehr zupacken müssen. Ja. Du hast schon angesprochen, die Defense. Gestern im Interview haben wir ja auch gehört, dass es in der Defense noch ein paar Schwachstellen gab, die ihr heute umsetzen wolltet. Ich glaube, das hat geklappt, oder? Ich denke auch, ja. Also wenn man sich den Score anschaut, die Spanier so unter 60 Punkten zu halten, das ist schon eine gute Leistung. Auf jeden Fall. Hat euch die Defense vielleicht auch so ein bisschen dabei geholfen, diesen kleinen Größenvorteil von Spanien auszugleichen? Wir hatten da eine gute Variante dagegen, eine gute Defense-Variante. Denn ihr Spiel ist ganz klar Inside, das haben wir denen größtenteils weggenommen. Und das hat uns natürlich einen kleinen Vorteil auch gegeben. Ja. Morgen wird es jetzt auch wirklich spannend und entscheidend. Ich meine, ihr seid natürlich der Favorit im Viertelfinale gegen Österreich, aber man muss ja jeden Gegner trotzdem genauso ernst nehmen. Wie gehst du morgen ins Spiel rein? Heute erstmal gut regenerieren, früh schlafen gehen. Es war doch ein sehr, sehr anstrengendes Spiel. Dann haben wir morgen, gucken wir uns das auf Video nochmal an, wie die Österreicher spielen. Und ja, wir müssen einfach da auch so reingehen wie in jedes Spiel. Wie du sagst, wir dürfen nicht unterschätzen. Wir müssen von Anfang an voll da sein mit Energie, dass am Anfang gleich der Ton gesetzt wird. Ja, aber wie sieht es bislang aus? Startet es jetzt mit der Qualifikation für die WM? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Wir haben da durch den ersten Platz, den wir uns jetzt geholt haben, haben wir natürlich ein einfacheres Viertelfinale und einen einfacheren Weg, um uns das Ticket zu holen. Ja. Das war's mit meinen Fragen. Ihr habt euch jedenfalls einen guten Feierabend verdient. Wir bleiben dran. Danke. Und danke für deine Zeit. Danke. Ja, André, was sagst du denn zur Leistung deines ehemaligen
Mannschaftskameraden im Team Germany. Leistet Großes, oder Tommy Böhm, aktuell in Madrid? Ja, überragend, was er spielt. Er muss das Team ein bisschen führen von außen, gerade mit seinen Schüssen. Und er nimmt sehr, sehr viele Schüsse, aber die sind noch mal besser als in den Jahren zuvor, noch mal überlegter. Und gerade mit seinen Dreiern ist er so gefährlich, setzt noch mal seine Mitspieler noch mal ein bisschen mehr in Szene, passt zu Alex, passt zu Jens, Haller macht einen geilen Job, verwertet die Dinger, die er von Tommy kriegt. Und Tommy kann echt stolz auf seine Leistung sein und er trägt sein Team da definitiv mit. Das ist super. Sehr schön. Vielen Dank bis dato. Wir wollen jetzt noch mal hören, was der Bundestrainer zum Erfolg und dann auch zum Viertelfinaleinzug in Spanien zu sagen hat. Nicolai Zeldinger. Liebe Rollstuhl-Basketball-Community, das Spiel gegen Spanien ist vorbei und ihr habt 73-54 gewonnen. Erstmal Nicolai, herzlichen Glückwunsch zu diesem Spiel und generell zu dieser brillanten Gruppenphase. Wie zufrieden bist du? Ja, vielen Dank. Ja, war heute eine anstrengende Arbeit. Wir sind ja sehr zufrieden, mit 5 Siegen aus 5 Spielen Gruppenerster zu sein, damit einen guten Eintritt in die Zwischenrunde zu haben. Und es war das erwartet schwere Spiel. Ich kann sagen, ich bin momentan sehr erleichtert. Irgendwie, wir müssen jetzt mal die Köpfe nochmal irgendwie durchpusten und dann geht es aber auch schon mit der Konzentration wieder auf morgen. Morgen ist das entscheidende, wichtige Spiel um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft und das ist unser großes Ziel. Ihr habt ja gegen alle möglichen Gegner bisher bestanden, selbst gegen die, wo ihr gar nicht so viel am Anfang über die wusstet, wie beispielsweise Frankreich und jetzt eben Spanien. Wie war dein Gefühl gestern nach diesem harten Spiel zwischen Spanien und Polen? Hast du mit so einem Spielausgang wie heute gerechnet? Schwer. Ich wusste schon, dass eigentlich alles möglich sein kann. Also ich glaube, ich habe ja gesagt, es war ein 50-50-Spiel. Das hätte eng werden können. Wir haben es jetzt heute ein bisschen deutlicher gewonnen, aber die Spanier hätten das auch. Also da ist einfach alles drin bei diesen Spielen. Wir haben heute am Tag die bessere Performance gehabt. Wir waren ein bisschen abgebrühter, haben aber insbesondere eine hervorragende Verteidigung gespielt. Darauf bin ich sehr, sehr stolz. Zweite Halbzeit nur 20 Punkte zugelassen. Und ganz ehrlich gesagt, irgendwie diese Leidenschaft und diese Power und diese Energie, die wir da haben. Ich habe vorhin in der Kabine gesagt, Jens Albrecht hat das so irgendwie demonstriert für die Mannschaft, wie der hustelt, was er für Hustle-Play hat, wie der nach hinten sprint, wie sich die Bälle klaut und sich da aufreibt für die Mannschaft. Also sensationell. Ja, man hat gespürt, da war Feuer unterm Hintern, wenn man das so mal sagen kann. Habt ihr eure Strategie für Spanien extra nochmal so ein bisschen angepasst? Ja, wir haben, klar, das ist natürlich, jeder Gegner ist unterschiedlich irgendwie und wir haben für alle unsere Teams haben wir Gamepläne und gucken uns das genau an, wo die Stärken sind. Er ist gut aufgegangen. Wir haben die Threads dort definiert, die stärksten Gegenspieler und haben dort irgendwie ziemlich gut das Ganze kontrolliert. Man könnte noch besser spielen, aber das ist nachher das Wunschdenken von dem Trainer. Du hast ja schon gesagt, morgen wird es dann wirklich auch mal noch entscheidend und spannend, das Viertelfinale gegen Österreich. Und das ist ja dann eben auch die Entscheidung, ob ihr zur WM mit könnt. Wie gehst du da morgen rein? Ja, also man muss schon sagen, wir sind natürlich deutlich klarer Favorit gegen Österreich. Und die Jungs wissen das auch, aber ich bin mir sicher, dass wir damit sehr, sehr gut umgehen können. Also wir werden, Jan Haller hat es gerade in der Kabine gesagt gehabt, irgendwie mit aller Konzentration irgendwie da rausgehen. Und werden direkt von Beginn an irgendwie klar zeigen wollen, irgendwie, dass wir diejenigen sind, die Richtung Weltmeisterschaft fahren wollen. Und dann hoffe ich nichtsdestotrotz, dass wir mit einer hohen Intensität irgendwie in dem Spiel auch irgendwie wieder durchrotieren können. Macht auf jeden Fall so weiter wie jetzt. Wir bleiben dran, ihr bleibt dran und ich hoffe, ihr bleibt auch dran. Und morgen auch erstmal das letzte Gruppenspiel der Damen gegen Großbritannien, bevor es dann ins Viertelfinale geht. Vielen Dank für deine Super. Zeit. Super, ganz lieben Dank. Ja. Ja, ein zufriedener Nicolai Zeldinger, schön High Five gemacht mit Jana Rudolf. Was waren für dich die Erfolgsfaktoren, André, dass die Deutschen so stark waren gegen die Spanier? Ich denke, die Aggressivität, das war ganz, ganz wichtig. Ich denke, es war wichtig, dass Alex direkt von Anfang an den Ball werfen will und das hat er direkt im ersten Touch gemacht. Er hat den Ball genommen, sobald er in Offense war und hat einen Dreier reingeballert. Total toll und hat sofort gezeigt, okay, ich bin da, ich will scoren, ich will Druck ausüben und das mussten die Spanier respektieren.
Tommy hatte ein super Spiel, das war ganz, ganz wichtig. Aber am Ende haben es halt schon gesagt, also erstens war es die Defense. Die Spanier haben schwierigere Schüsse genommen, als sie, denke ich mal, gewohnt sind. Und das Zweite war, dass die Deutschen gereboundet haben, wie sonst was. Also Jens Eike mit 10 Rebounds ist überragend. 5 Offensiv-Rebounds dabei. Und ich denke, das macht am Ende den Unterschied. Ich muss kurz mal gucken. Wir haben 6 Offensiv-Rebounds mehr. Wir haben 8 Rebounds total mehr. Das ging wesentlich größere Spanier. Das hat einen Riesenunterschied gemacht. Ja. Lass uns doch gemeinsam auf die Ergebnisse gucken der Gruppe A und anschließend auch auf die Tabelle, um nochmal auf die Ausgangssituation jetzt zu sprechen zu kommen, die dann den Deutschen bevorsteht. Wir haben ein enges Höschen zwischen den Franzosen und den Polen gesehen, 70-71, dann den deutschen Erfolg über die Iberer mit 73-54 und die Eidgenossen besiegen Litauen mit 63-29. Wir gehen auch gleich auf die Tabelle. Wir sehen dort eben Tabellenschlusslicht Litauen, Schweiz, Frankreich. Und von ganz oben freut uns natürlich alle. Die Stimmung hier im Studio und ich denke bei euch auch zu Hause war dementsprechend hoch, nachdem die Deutschen heute gewinnen konnten gegen die Spanier. Ja, was das jetzt im weiteren Europameisterschaftsverlauf heißt, will ich kurz mit dir dann weiter besprechen. André, lass uns aber auch noch mal schauen auf die Ergebnisse der Gruppe B, sodass wir auch sehen können, auf wen die Deutschen jetzt treffen werden. In der Gruppe B haben gespielt Niederlande, Italien 82-53, Israel gegen Österreich 56-57 und dadurch, dass die Türken Corona-bedingt abgereist sind, 20-0 Wertung für die Briten, ergibt folgendes Tabellenbild in der Gruppe B. Türkei, wie gesagt, 0 Punkte abgereist. Israel, Österreich, Italien, Niederlande und Großbritannien. Das ergibt, wir machen gleich weiter mit der nächsten Einblendung und dann bin ich bei dir, André, mit den Viertelfinalpaarungen, die da sind. Deutschland gegen Österreich, GB gegen Frankreich, Spanien, Italien und Niederlande gegen Polen. Es sind die Österreicher, lieber André, im Viertelfinale. Was sagst du zum Los, hätte ich beinahe gesagt, beziehungsweise zum kommenden Gegner? Matthias Wastian und Co. warten auf die Jungs. Ich denke, das haben die Deutschen sich erarbeitet, gegen den Vierten der Gruppe A zu spielen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da, wie gesagt, einen vermeintlich einfachen Gegner hat. Die Österreicher sind jetzt in der Europameisterschaft geblieben. Das haben sie sich definitiv erkämpft. Ein bisschen Nutznießer dadurch, dass die Türken ja jetzt de facto abgestiegen sind. Und aber trotzdem, sie haben ein ganz starkes Spiel gegen Israel gemacht. Sie spielen immer wieder mit Feuer. Aber ich denke mal, wie Nick das schon gesagt hatte, ich denke mal, die Deutschen sind da Favorit und sie werden es aber auch dementsprechend ausspielen. Auch von unserer Seite, Marina und mir natürlich auch Glückwunsch an die Österreicher, dass ihr weiter in der Gruppe A seid. Freue ich mich sehr über Mehmet, Matthias und alle, die uns auch zugucken, jetzt aus Österreich, Hupsi und Wisi. Und Hubert Hager. Genau. Hubi, Hupsi, Hager, ganz genau. Ja. Das ist immer schön, wenn man live, dafür gibt es mal einen Buzzer. Genau. Dafür machen wir den Buzzer. Jetzt, ja, wie stehen die weiteren Chancen für die Deutschen jetzt im Turnierverlauf, André? Also mir geht, nagelt mich jetzt nicht fest, Marina, du bist so die Statistikfrau. Können wir auf GB treffen dann im Halbfinale? Ja. Im Finale, ja. Genau. Ich glaube, dass beide Gruppen Erster sind, trifft man allerfrühestens wieder im Finale aufeinander. Okay, also wie stehen die Chancen, lieber André? Sehr, sehr gut. Am Anfang des Turniers war es so ein bisschen eine Wundertüte, aber ich denke, das war ein bisschen Corona-bedingt. Niemand wusste, wie die Gegner sich vorbereiten konnten. Niemand wusste, wie sie zusammenspielen. Die Vorbereitung war sehr, sehr schwierig, kurze Vorbereitung, aber das Problem hatten alle. Aber ich denke, ja, die Chancen stehen sehr, sehr gut, ins Finale zu kommen. Ich schätze mal, naja, die
Die Holländer haben auch ein super Turnier gemacht, haben die Italiener weggefegt, hätte ich jetzt fast gesagt. Die erste Halbzeit war super dominant und ich denke mal, da muss man aufpassen. Wie gesagt, die Italiener, vielleicht kommen die noch ein bisschen weiter im Halbfinale. Also ich denke mal, das Halbfinale, falls die Deutschen das Halbfinale erreichen sollten, wird definitiv nicht einfach werden, aber ich denke mal, die Vorrunde, die sie hier gespielt haben, das sollte den Selbstbewusstsein geben, in einer breiten Brust. Sie können wirklich die ganze Bank spielen, alle zeigen sich, alle wollen scoren, alle wollen Verantwortung übernehmen und das macht Lust, den Deutschen zuzugucken und ich sehe sie sehr, sehr weit kommen, ja. Juckt es eigentlich bei dir noch ab und zu oder ist deine bessere Hälfte Marie froh, dass du zu Hause bist und den kleinen Matteo dir die Windeln wechselst? Nein, es juckt nicht. Nein, kann ich nicht sagen. Ich bin sehr, sehr zufrieden, wo ich gerade bin. Ich habe mir alle Spiele angeguckt. Ich habe mir sehr, sehr viel Basketball in den letzten paar Tagen angeguckt. Aber ich bin sehr, sehr froh, zu Hause zu sein, mit Matteo auf dem Arm, mir die Deutschen anzugucken. Das hast du dir auch verdient, mein lieber André. So, wir haben was Kleines vorbereitet, liebe Zuschauer. Ich habe ja den guten André Binek auch schon das ein oder andere Mal vor der Kamera gehabt und da sind dann doch die ein oder anderen Outtakes zustande gekommen, die wir euch jetzt, ich drücke mal kurz auf den Buzzer, zeigen wollen. Outtakes mit André Binek. Läuft, bitte. 3, 2, 1. André. Bett machen nicht. Genau. Ja. Bereit? Sind wir, ja. Und bitte. Gut. Bett machen oder ungemachtes Bett? Ungemachtes Bett. Immer wenn Mama kommt, mache ich mein Bett. So. Darf ich das sagen? Darfst du. Haben wir schön aufgenommen? Hast du aufgenommen, ja? Gut, das ist gut. Ja, du willst auch mal Finger aus dem Bild nehmen. Wir sind noch fertig. Alles gut. Das lassen wir als Outtake drin. Ja, genau. Wie viele Outtakes habt ihr eigentlich? Ich glaube, 99% von mir, glaube ich. Genau. Gut so. Gibt es noch Punkte? Eigentlich nicht. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Das finde ich aber leicht. Das kann man nicht mehr. Eigentlich nicht. Ich habe echt nicht drüber nachgedacht. Alles gut. Shit. Ich habe meinen Flow verloren. Flexen. Fantastisch. Kommt es ratlos? Darf ich? Du hast gelacht, dankeschön. Den Witz machen wir bei jeder Schooltour. Er läuft, bitte. Ja, André, wir haben das ein oder andere Mal ein bisschen Spaß gehabt, oder? Genau, da ist sogar Marina jetzt mal den Buzzer wert. Darf nochmal Marina kommen? Ja, oder? War doch immer ganz schön mit uns, oder? Ja. Zwei, drei Leute, die nur Quatsch reden, da müssen ein paar Outtakes bei rauskommen. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß zusammen. Genau. Und du hast mir verraten, das zeigen wir jetzt aber nicht, dass dein Bett nett gemacht ist heute, oder? Genau. Sehr schön. Gut, André, vielen Dank bis dahin, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir wollen euch noch den ein oder anderen Hinweis an die Hand geben, liebe Zuschauer, weil Jana Rudolf und Konsorten waren sehr, sehr fleißig in Sachen Rollt 30. Ich hatte es ja eingangs gesagt, 2013 sind wir gestartet mit der Rollt, inzwischen die 30. Ausgabe, die jetzt am 17. Dezember erscheint. Ich glaube, wir haben auch eine kleine Einblendung vorbereitet für euch. Könnt ihr euch bestellen, sofern ihr keine Abonnenten seid, ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Es gibt tolle Stories. Matthias Güntner ist drin über seine Laufbahn. Wir haben Blick geworfen auf die Meisterschaftssaison. Also, wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, kauft euch die neue Rollt, verschenkt ein Abo. Dann, solltet ihr Feedback haben zur Sendung heute, könnt ihr mir jederzeit eine E-Mail schreiben an hallo@rollt-magazin.de. Gutes Feedback habe ich natürlich besonders gern, aber natürlich auch konstruktive Kritik, weil wir wollen natürlich auch besser werden hier im Studio, den ich auch nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön ausrichten will. Also ein Marina dir und natürlich auch André zu Hause, dass sich viele Menschen einfach die Zeit nehmen, den Rollstuhlbasketball nach vorne zu bringen. Also Hanna, Jana,
Nicole Dillen kommt jetzt rüber geflogen nach Spanien. Alles meist ehrenamtlich, die sich den Hintern aufreißen. Hier im Studio müsst ihr euch vorstellen, ihr seht ja nur Marina, mich und André. Zu Hause sind jede Menge Menschen, die es wirklich ehrenamtlich machen, sich den Arsch aufreißen, um den Rollstuhlbasketball nach vorne zu bringen. Und ich denke, das war eine tolle Plattform heute. Svenja Meier steht zur Wahl der Sportlerin in Hessen, stimmt ab für sie, genauso für den RSV Lahn Dill. Die deutsche Meisterschaft der Junioren leider abgesagt. Und die nächste Sendung gibt es am Sonntag um 15 Uhr. Dann wird hier sein Nico Treimüller, der ja mit der Nationalmannschaft nicht in Spanien ist, und zugeschaltet Dennis Nohl, U25 Nationalspieler, nee, Nationaltrainer, verzeihung, genau. Ja, darf ich noch mal passen? Ja. Also U25 Damen Nationaltrainer. War das jetzt korrekt? Ja. Ja, sehr schön. Und zu guter Letzt gibt es noch ein paar Impressionen der Nationalmannschaften aus Spanien. Hanna war fleißig, hat geschnitten und euch was zusammengestellt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Marina, dir danke für deine Zeit. André, gerne. Dir und deiner Familie alles Gute. Danke nach Erfurt. Und hier kommen die Impressionen aus Spanien. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Und den Nationalmannschaften drückt mir natürlich ganz fest die Daumen. Dankeschön.